So, ich stelle fest, alle Mitglieder des autonomen Kollektivs Linke Aktion für Freiheit, Gerechtigkeit, bezahlbaren Wohnraum, Menschenrechte und Weltfrieden sind vollzählig anwesend. Die Sitzung ist eröffnet. Tagesordnungspunkt 1, Verlesung des Tätigkeitsberichtes des Vereinsvorstandes. Nele. Danke, Malte. Also, der Malte hat gegen den Kapitalismus protestiert, indem er bei 26 parkenden Autos die Scheiben zertrümmert hat. Wolfgang hat 12 Bullenschweine mit Pflastersteinen beworfen, um auf das Problem der Wohnungsknappheit in Leipzig aufmerksam zu machen. Sehr gut, Wolfgang. Ich habe für das Selbstbestimmungsrecht unterdrückter indigener Völker 4 Mülltonnen angezündet. Ja, und der Uli hat Flugblätter gegen Rassismus verteilt. Und keine Scheiben eingeschlagen? Uli, was los mit dir? Sag mal, ist Rassismus kein wichtiges Thema für dich, oder? Lass mal, Malte. Jeder hat mal einen schlechten Tag, wa, Uli? Okay. Tagesordnungspunkt 2. Oh, eine Wortmeldung. Uli? Ja, also ich habe das Gefühl, dass diese ganze Gewalt bei unseren Aktionen eher kontraproduktiv ist. Was? Das haben wir doch immer so gemacht. Zeig mal ein bisschen Respekt vor unsere linksautonomen Traditionen, du rechte Sau. Uli, friedlicher Protest ändert nichts, sonst wäre er verboten. Genau. Und außerdem, Uli, wer hat denn mit der Gewalt angefangen? Wir oder die? Wer die? Die ganzen Mülltonnen oder die ganzen parkenden Autos oder was? Willst du dich über die linke Sache lustig machen, du Fascho? Soll ich dir eine ballern? Genau das meine ich. Diese Gewalt schreckt doch alle total ab. Guck mal hier die ganzen YouTube-Kommentare. Jetzt hör mal zu, Uli. Wie willst du ohne Randale die ganzen eventorientierten Jugendlichen für die linke Sache begeistern? Genau. Wir haben nämlich ein Nachwuchsproblem, du Nazi-Arschloch. Aber die Medien berichten nicht über bezahlbaren Wohnraum, die berichten über unsere Gewalt. Ja, umso besser. Gewalt sorgt für Aufmerksamkeit und ist ein legitimes Mittel politischer Auseinandersetzung. Ist sie nicht. Ist sie doch. Ihr beide hört das sofort auf zu schreien und diskutiert das friedlich wie vernünftige Menschen oder ich fackel euch beide ab. Wow, wow, alles klar, alles klar. Ja, du siehst schon, Gewalt funktioniert. Tagesordnungspunkt 3, Planung unserer nächsten Aktion. Bitte, Uli. Ja, ich hätte einige Vorschläge. Eine Demo anmelden, Transparente bemalen, Flyer ausdrucken lassen und mit den Leuten vor Ort diskutieren. Oder wir schmeißen wieder Steine auf die Bullen. Super Idee, Wolfgang. Wer ist dafür? Super. 1, 2, 3. Was mit dir, Uli? Hä? Uli. 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 Uli! Mach kaputt was! Euch kaputt machen!